Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Conor McGregor vs. Tony Ferguson ist möglich, Leute. McGregors Comeback wurde in den vergangenen Monaten heiß diskutiert und es ist klar, wie es mit McGregor weitergeht. Tony Ferguson wird es leider nicht, aber wir sollten trotzdem darauf eingehen, was wäre, wenn beide irgendwann im Sommer, Herbst oder Winter gegeneinander antreten sollten. Auf McGregors Kampfbilanz bestehen 2 Niederlagen gegen Dustin Poirier von insgesamt 3 Kämpfen. Die letzte Niederlage hatte er gegen Dustin Poirier am 10. Juli 2021. Via TKO Dr. Stoppage durch Schienbeinbruch. Seinen letzten Sieg gegen Donald Cerrone, der für so gut wie jeden ein Sandsack ist, via TKO Headkick und Punches am 18. Januar 2020 in Runde 1. Derzeit ist er nichts weiter als ein aufgepumpter Loser, höchstwahrscheinlich auf Juice, eventuell im Mittelgewicht kämpfen könnte, es aber nicht machen wird, weil man ihn in der Division 100% auseinandernehmen würde. Das Lightweight wird es nicht. Ich denke auch nicht, dass McGregor sich ins Lightweight zurückbegeben wird. Bleibt also das Welterweight. Tony Ferguson scheint ein sehr, sehr, sehr interessanter Gegner für Conor McGregor zu sein. Zwar hat Ferguson eine deutlich schmerzhaftere Losing Streak, wie zum Beispiel gegen Michael Chandler, Justin Gaethje und Charles Oliveira, aber ich zumindest werde ihn nicht abschreiben. So wie es viele aufgrund seiner Niederlagen tun. Tony Fergusons Niederlagen haben nicht zu bedeuten, dass er seinen unorthodoxen Kampfstil verlernt hat oder komplett verlernt hat. Er konnte seine Spinning Elbows, seine Darce Chokes und so weiter nur gegen Topkämpfer wie die genannten nicht anwenden. Wir müssen mal ehrlich zu uns sein, einen Justin Gaethje easy schlagen, ich bitte euch. Michael Chandler problemlos ausschalten, nein, der Junge ist ein wandelnder Muskel. Charles Oliveira zerlegen, Oliveira ist besser gesagt, war der Pablo Picasso der UFC im Bodenkampf. Will damit sagen, dass Ferguson gegen Jungs verloren hat, mit denen jeder extreme Probleme hätte. Dennoch, er hat sich nicht wirklich schlecht gezeigt, bedenkt mal sein Alter. Über McGregors Skills wird viel spekuliert, schafft er es nochmal an die Spitze, kommt er als komplett neuer, aggressiverer Kämpfer zurück. Aber Tony Fergusons Kampfstil, sofern er diesen anwendet, wird McGregor Probleme bereiten. Warum? McGregor taugt im Bodenkampf gar nichts. Ferguson allerdings schon Vorteil, also für Ferguson, wenn er den Kampf auf den Boden verlegen kann. McGregor zeigt im Clinch kaum Aktivität, ein paar Shoulder Strikes, das war's. Wird gegen Ferguson nichts bringen, wenn der seine Ellenbogen auspackt, schneidet der McGregors Gesicht auf wie den Arsch eines Truthahns und stopft ihm eine ordentliche Ladung. Die Beinarbeit von Ferguson ist vielfältiger, er wechselt viel, er tanzt, verwirrt und auch hier besser gesagt, er kann. McGregor hingegen hat durchgehend den Stand eines Karateka oder eines Boxers, in den letzten Kämpfen allerdings einen deutlicheren Boxerstand. Er ist schlicht und ergreifend ein purer Striker, mit einer einzig herausragenden Waffe und selbst die ist fraglich, seine linke. Aber wie oft McGregor die durchbringen könnte, wenn er gegen einen Künstler wie Tony Ferguson kämpft, wird fraglich bleiben. Aber erstmal heißt es Conor McGregor vs. Michael Chandler. Viel Glück, Notorious, du wirst es absolut brauchen. Prediction, falls es zwischen McGregor und Ferguson zum Kampf kommt, irgendwann in diesem Jahr, keine Ahnung. Prediction, Tony Ferguson via Dr. Stoppage durch Cuts oder Darce Choke, beide Möglichkeiten in Runde 2 aufgrund von McGregors von Grund auf schnellen Ermüdung, vor allem durch die starke Annahme an Muskelmasse wird ihn verlangsamen.